Ich glaube, wir nähern uns immer mehr dem Ende bei The Elder Scrolls 5 Skyrim mit euer Angelika Tobi. Ja, falls ihr mal Oblivion anschauen wollt, könnt ihr es gerne machen. Findet ihr unter meinen Projekten. Und yo, wir legen jetzt mal weiter hier los. Wir sind auf der Suche nach Alduin, der sich jetzt versteckt hat. Wir hatten ja gegen ihn gekämpft, aber er hat sich einfach mal den Schwanz angezogen. Weil er meint, er wäre der Drachenherrscher und er haut irgendwann auf einmal ab. Und jetzt müssen wir ja der Blöde sein, der ihn nach ihm sucht. Und sagt, wir müssen suchen. Immer typisch diese Bösewichten, weißt du? So. Bam, diese Dauger haben wir uns ja auch schon hier in dieser Dungeon, durchgekämpft. Naja, immer diese miesen Bogenschützen. Es gibt einen auf dem Ommel hier, komm her. Boah, Alter. Du willst auch einen auf dem Ommel haben? War weggebasht. So. Alter. Kommen wir denn jetzt zu denen hin? Aber schöne Dungeon auf jeden Fall, wo überall so die Gegner so dekorativ schön aufgebaut haben. Aua! Was ist das denn hier schon wieder? Was haben die hier wieder für Fallen aufgebaut, hä? Ja, genau. Nimm das. Blöden Viecher hier. Wow! Ha! Das ist so cool. Wie man die so wegbasht, die Gegner. So. Heilung. Ja. Und Schalter. Hebe mal nicht. Excellent. Bei Oblivion hat es sich ja mehr um die Dedra gehandelt. Und hier ist es eben halt, wow, eine schöne Falle. Aua, eine schöne Falle, muss ich sagen. Richtig mies. Da ist das. Hoher Dogger First. Egal, weg mit dir. Lump. Diamantenklaue. Die brauchen wir auch schließlich. Um da durchzukommen. Ah, das ist wieder so ein blödes Rätsel. Kann man nicht sagen, also ich muss ja hier wieder drehen. Ich glaube bestimmt hier nach dem Drachensymbol. Wie es ausschaut. Boah, ist das mies. Und jetzt? Wir haben es! Wir kommen nun hinein. Was haben wir denn hier? Was ist das? Wort der Macht gelernt. Sturm, Sturmruf. Geil. Dann lernen wir extra noch einen neuen Ruf dabei, ne? Das geht ja ordentlich zur Sache hier. Na, Skuldaven. Die meisten Nord in Himmelrand glauben, die Drachen wären nur eine Legende. Bis jetzt. Okay, die Drachen sind ziemlich cool gestaltet. Sind aber auf jeden Fall richtig krasse Viecher. Mit immensen Power. So. Noch so ein Dauger. Boah, wo müssen wir überhaupt hin, ey? Die ganze Zeit. Das ist voll krass. Ach, da oben.
Ja, wir gehen einmal da irgendwo raus, dann gehen wir da irgendwo wieder weiter. Oh, da kommt noch so ein Viech. Weg mit dir, du Putzlamme. Boah. Ich bin jetzt schon. Da oben ist das Portal. Da kommen wir hoch. Wow, das sieht einfach so cool aus. Noch so ein Viech da hinten. Weg mit dir. Ah, willst du auch Ärger haben oder was? Weg mit dir. Wir haben uns eigentlich ganz gut hochgekämpft. Und da oben, dieser heilige Portal. Betritt Soundgarde. Hey, wer ist das denn da? Ah, nochmal ab, ey. Was bist du für ein Lump? Hey, Alter, was geht ab? Nahikrin. Naja, taser mal hier nicht rum, du. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber das sieht so aus, als ich dich ausschalten muss. Aua, der hat uns ziemlich getasert. Ziemlich getasert. Boah, Alter. Voll der Taser-Clown. Boah, wie Hammer. So, gucken wir mal. Okay, das hat sich jetzt irgendwie gedreht. Dieses Portal. Und jetzt müssen wir nochmal gucken, wie wir jetzt. Hä? Müssen wir wieder hier rein. Okay. Das ist ein Hin und Her manchmal hier. Tempel. Kommen wir da jetzt zu dieser Welt, wo jetzt auch Alduin ist? Kommen wir jetzt dahin, wo wir schon lange drauf gewartet haben? Hä? Verarschen? Ja, den Tempel haben wir abgeschlossen, soweit das steht. Aber warum? Hä? Oder ist da oben auch noch so ein Eingang, der eigentlich jetzt da wo ist? Okay. Seht ihr? Hä? Irgendwie verarsche. Kommen wir jetzt da rein? Betritt dieses heilige Portal. Drachensiegel. Ach, das hat dieser Typ hier oder was? Die Maske. Nahakin. Dann setzen wir das mal auf. Diese heilige Maske, die uns sonst weiterbringt. Oha, wie wir jetzt aussehen. Oh. So, jetzt haben wir es. Was denn noch? Ach, da. Das haben wir also alles gebraucht, wohl noch. So. Aktivieren wir es. Er wollte nur nicht, dass wir hier da reinkommen. Und jetzt sorgen wir dafür, dass reisen wir in diese fantastische Welt, wo Alduin sich versteckt. Mit dem Artefakt, was wir nun an unserer Seite haben. Der Hort des Weltenfressers. Mann, ich bin so gespannt, ey, wie das jetzt abgehen wird. Krasser Scheiß überhaupt, ey, sag ich euch. Das sieht so cool aus, oder? Yeah. Yeah, Alter. Hat was. So.
Wir sind nun bereit, aber ich speichere mal vorher, weil ich habe das sonst immer manchmal verkackt gehabt. Ihr seht ja auch schon da. So. Gucken wir mal, was hinter dem Nebel uns erwartet. Kehrt um, Reisender! In diesem Nebel lauert der Schrecken. Viele haben sich ins düstere Tal gewagt. Doch vergebens ist aller Mut angesichts der Gefahr, die diesen Pfad bewacht. Wer seid ihr? Bei der Kluft der Kolosse, im Dunkel vor der Dämmerung, marschierten wir nichtsahnend in die kaiserliche Falle. Dort standen wir und kämpften. Unser Schildwall trotzte lange dem Feind, und bei Anbruch des Tages wankten seine Reihen. Erfahren habe ich nie, ob das Ende der Nacht uns den Sieg gebracht. Ein flinker Pfeil trug mich nach Sovngarde. Was ist das für ein Nebel? Ich weiß es nicht, doch niemand kommt hindurch. Alduin, voll unstillbaren Hungers, jagt die verlorenen Seelen, die in diesem düsteren Tal gefangen sind. Könnt ihr uns den Weg weisen, dorthin, wo Schors Halle wartet? Sie verheißt uns ein lang ersehntes Willkommen. Ja, es ist von hier aus ganz am anderen Ende des Tals. Ich sah sie deutlich, als zuerst auf diesem Pfad ich schritt. Der Schmerz, die Furcht, sie waren weg wie im Traum und eine Vision winkte mir. Schors Halle glänzte dort, jenseits des trüben Tals. Doch brachte der Nebelschleier die Hoffnung zum Erlöschen. Mein Geist verdunkelte sich. Ich kam vom Weg ab und irre nun blind umher. Schnell! Trag die Kugel des schweren Loses in Schors Halle, ehe Alduin auch... Ja, ist ja jetzt mal gut und quatsch mich nicht die ganze Zeit voll hier. Oh Mann ey, manchmal können die episch viel labern. Da bist du ja. Alter. Mann, Junge. Müssen wir, oder war er das? Wie weit müssen wir jetzt hier laufen? Das ist hier dieser eine Typ. Kehrt um. Nein, es ist mir egal. Schnapp mir jetzt diesen Typen. Bin doch keine Pussy, ey. Komm her. Alter. Wir werden dich kriegen. Es gibt kein. Ja. Jetzt kommen die ganzen Leute und wollen einen demotivieren und so weiteres. Wollen einen volllabern. Oh. Hammer. Wenn das mal nicht geil aussieht, oder? Das sieht richtig cool aus. Den Himmel finde ich richtig episch. Das hat auf jeden Fall was. Oh nein. Oh nein. Das war scheiße, oder? Uah. Fuck off. Was war das? Was ist das? Mist. Ich hätte da weggehen sollen. War so ein epischer Wasserfall, wo man runterfallen kann. Vor die verrückte Welt, ey. Ohne Witz. Oh Mann, das ist geil, ey. Das ist schon geil, ey. Das ist so ausgeflippter Scheiß hier überhaupt. Ich hoffe mal nicht, dass dieser Typ wieder kommt und uns wieder stundenlang voll labert. Bitte nicht, verschone mich. Nein, verschone mich! Ja, ist doch gut, ja, ist doch gut. Boah, ey, bevor er uns wieder die ganze Zeit wieder von seinem epischen Scheiß da redet, dass die alle da versagt haben, findet heraus, wie man Alduin besiegt. Erlange die Erlaubnis, die Halle der Tapferkeit zu betreten. Okay. Okay. Kein Problem. Ha. Es geht. Ja, ist auch gut. Du bist auch so nutzlos, ey. Ohne Witz. Du bist eher nutzlos bei deinem scheiß Gelabere. Das nervt total.
So. Hier immer diese Leute. Boah, hier, Alter, das sieht so geil aus. Boah. Oh. Noch so ein Tübi. Was führt euch, grimmer Wanderer, zu so Ich verfolge Alduin, den finsteren Weltenfresser. Zielen? Ein schicksalhafter Auftrag. Nicht wenige brannten darauf, dem Wurm entgegenzutreten, seit er an der Schwelle zu Sovngarde seine Seelenfalle aufgestellt hat. Doch Shaw hat unseren wütenden Ansturm gehemmt. Vielleicht hat er in seiner tiefen Weisheit euren Untergang vorhergesehen. Hä? Will er uns verarschen oder was? Was heißt hier Untergang, Kein Schatten seid ihr, wie sie sonst hier vorüberziehen, sondern lebend wagt ihr euch ins Land der Toten. Mit welchem Recht begehrt ihr Einlass? Beim Recht der Geburt, ich bin ein Drachenblut. Ach, es ist zu lange Zeit her, seit ich zuletzt einem vom Untergang getriebenen Drachenbluthelden ins Gesicht geblickt habe. Lebend oder tot, auf Befehl Shaws darf niemand diese gefahrvolle Brücke überschreiten, bis ich ihn nach der Kriegerprüfung für würdig erkläre. Wir müssen also gegen diesen heftigen Krieger kämpfen. Diesen Zun, wie der heißt. Und er ist jetzt auch dran, dieser Typ. Alter. Alter, was er drauf hat, ne? Oh, böser Bursche. Ha, nimm das. Ihr habt gut gekämpft. Ich erkläre euch für würdig. Es ist viel Zeit. Ja, ist doch gut. Jetzt quatscht er uns jetzt auch noch wieder voll, oder was? Egal wie wir treffen, ne? Die meisten, ne? Die reden immer die ganze Zeit so einen epischen Scheiß da. Muss man. Dann denken die immer so, man will die ganze Zeit zuhören. So. Oh, das ist mir eigentlich voll lax, ey, was die mal erzählen. Ehrlich, die mit den. Oh ja und bla bla. Also, ne? Die reden eigentlich mehr, meistens über sich. Anstatt über uns, aber ja, ist ja auch egal. So, jetzt gehen wir da rein in diesen Halle der Tapferkeit. Aber es ist mir interessiert, was sie da gemacht haben, ehrlich. Die haben trotzdem versagt. Und trotzdem denken die, die wären noch voll die Helden oder so. Oh. Was ist da? Was ist hier denn los? Seid willkommen, Drachenblut. Unsere Tür war leer, seit Alduin seine Seelenfalle hier aufgestellt hat. Auf Shaws Befehl hin haben wir unsere Schwerter weggesteckt und sind nicht in den dunklen Nebel des Tals vorgedrungen. Doch drei erwarten euer Wort, um mit wildem Ungestüm den gefährlichen Feind zu bekämpfen. Gormleit der Furchtlose, frohen Herzens in die Schlacht ziehend. Hakon der Kühne, unbarmherziger Krieger. Und Feldir der Alte. Vorausschauend und grimmig. Okay, dann müssen wir wohl mit diesen drei Leuten hier reden. Endlich! Jetzt werden wir Alduins Untergang besiegeln. Sprecht nur das Wort und wir werden mit mutigen Herzen voranstürmen, um den Wurm niederzustrecken, wo immer er lauert. Wartet, Kameraden. Lasst uns Rat halten, bevor wir uns blindlings in den Kampf stürzen. Alduins Nebel ist mehr als eine Falle. Seine schattige Düsternis ist sein Schild und sein Mantel. Aber wenn wir vier Stimmen vereinen, können wir den Nebel wegblasen und ihn zum Kampf zwingen. Feldir spricht weise. Der Wildenfresser, der Feigling, fürchtet euch, Drachenblut. Auf euch genommen, um von Sovngardes süßen Freuden zu kosten. Flügelten Widersacher die Klingen. Sovngarde. Freunde, die Felder werden vom Lärm des Krieges widerhallen.
So, dann werden wir mal Arduins Nebel bannen. Damit wir zu diesem Typen kommen. Dafür haben wir jetzt diese drei Helden, die wir in der Vision gesehen haben. So, da kommt der andere. Ich dachte schon, hä? Aber voll die coole Brücke eigentlich, oder? So aus, ist das so ein ganzer Drache hier, oder was? Das ist richtig episch. Eigentlich. Ja, ziemlich dekorativ. Am heutigen Tag ruhen Chancen auf. So. Wir können den Widersacher bei diesem Nebel nicht bekämpfen. Wolkenlose Himmel, bringt unsere Schreie zusammen. Wir müssen diesen verdammten Nebel vertreiben. Und Abing! Wir sind bereit, Drachenblut unseren Zaun. Ja. Ich weiß gar nicht, was sie jetzt meinen hier. Drachenfluch. War das das? Boah, ich guck jetzt mal. Na, ja, das ist das wohl, glaube ich. So, wir müssen uns erstmal davor erholen. Ich tue erstmal sonst. Hä? Nee, wir können nicht orten warten. Können nicht warten, scheiße. Alter, du hast dich in diesem lichtlosen Leben. Mann, warum generiert sich das einfach nicht? Oder müssen wir jetzt mit denen hier reden sonst? Alduin ist uns vor langer Zeit entkommen. Wir müssen diesen Das ist voll nervig. Jetzt will das irgendwie nicht mehr weg. Ist das es? Das ist manchmal voll buggy an manchen Stellen. Da funktioniert einfach gar nichts. So, versuchen wir nochmal. Ich nehme jetzt den Schrei da. Wolkenloser Himmel. Und dann müsste das wohl funktionieren. Ich speichere auch noch kurz davor ab. Hätte ich mal vorher machen sollen. Aber man weiß ja nie, ne? Dass immer irgendwelche Sachen davor kommen. Boah. Ist hier jemand mal runtergefallen? Also. Kann ja mal passieren, ne? Aber das ist richtig mies eigentlich, wenn man da so runterfallen würde. Ja, komm. Wieder mit ihren epischen Gerede. Oh, 18 mal gespeichert, okay. 19 mal jetzt. Jetzt 19. So, los Leute, kommt. Lasst uns nun Alduin ein Ende bereiten. Oh, braucht die wieder mal lange hier. Komm. Wir können den Widersacher bei diesem Nebel nicht bekämpfen. Look, Baku! Lol. Ist ja mal geil. Lol. Look, Baku! Seine Stärke denn kein Ende? Ist unser Kampf vergebens? Bleib standhaft! Seine Stärke versiegt! Noch einmal und seine Macht ist gebrochen! Look! Das ist so geil eigentlich, die Schreie.
Bezwinge Alduin. Wo versteckt er sich? Boah, der hängt ja jetzt mal ganz da unten wieder rum. Boah. Alduin. Die sind alle immer voll im Burn. So, wir haben ja unseren einen Schrei, wo wir den Drachenfall einsetzen können, um ihn runterzustürzen lassen. Ich habe ihn ja nicht getroffen, aber mal gucken. Blöder Drache. Naja. Möge dein Schicksal nun besiegelt sein. Warte mal. Warum kann ich das nicht... Hä? Ich dachte, ich habe Siegelsteine geholt. Oh. Blöder Drache. Wo ist er jetzt schon wieder? Da. Wir haben dich getroffen. Ich habe dich getroffen, besser gesagt. So. Blöder Drache. Was fällt dir eigentlich ein? Der Alduin. Oh, so böse. Jawoll. Aua. Krass. Boah. Kaboom. Drachentöter. Endlich wurde Alduins Untergang besiegelt. Frei ist Sovngarde von seiner grausamen Falle. Von diesem Kampf wird man in Shors Halle für immer singen. Doch euer Schicksal wird sich nicht hier erfüllen. Wenn ihr eure Tage bis zur Neige gelebt habt, darf ich euch hier von Neuem willkommen heißen. Mit froher Freundschaft und euch zum seligen Feiern einladen. Achso, das ist die Welt, also wo die Leute denn, also das Leben nach dem Tod ist das hier wohl bestimmt. Ja, das Leben nach dem Tod hier. Wenn ihr bereit seid, zu den Lebenden zurückzukehren, dann sagt es mir und ich schicke euch... ist ja nicht schlecht. Ich bin bereit für die Rückkehr nach Tamriel. Kehrt jetzt nach Nien zurück mit diesem reichen Lohn von Shor, meinem Herrn. Ein Schrei, der in der Stunde der Not einen Helden von Sovngarde herbeiruft. Wort der Macht erlernt. Held, Ruf der Tapferkeit. Champion, Ruf der Tapferkeit. Jawohl, geschafft. Wir haben Alduin besiegt und die Welt vor ihm befreit. Ja, Mann. Cool. Wir haben es geschafft. So. Ganzen Drachen hier. Lol. Krass. Vakin los Oktavakri. Da fliegen die jetzt, die Drachen.
aus Vormir. Es ist geschafft. Alduin Dilon. Er ist nicht mehr der Älteste, der vor allen anderen da war und stets da gewesen ist. Es hört sich nicht so an, als wärt ihr darüber sehr glücklich. Glücklich? Nein, ich bin nicht glücklich. Zechmachil ost Ondul Bormachu. Alduin war einst die Krone der Schöpfung unseres Vaters Akatosh. Ihr habt getan, was notwendig war. Alduin hat sich in seiner Pachlok, der Arroganz seiner Macht, weit vom Weg des rechten Handelns entfernt. Aber ich kann seinen Sturz nicht feiern. Sutiras Ach Okma. Er war einmal mein Bruder. Diese Welt wird nie wieder dieselbe sein. Tja, jetzt trau darüber. Ich habe nur mein Schicksal als Drachenblut erfüllt. In der Tat. Ihr habt klarer gesehen als ich. Und ganz gewiss klarer als Alduin. Roch Funta Korav. Vielleicht habt ihr nun eine Vorstellung von den Kräften, die die Venesitid formen. Die Ströme der Zeit. Vielleicht seht ihr die Welt allmählich aus den Augen eines Dovar. Aber ich vergesse mich. Krossis. Solos mit Fadon. Melancholie ist eine Falle, in die ein Dovar nur allzu leicht tappt. Ihr habt soeben einen mächtigen Sieg errungen. Zachrod Krongrach, der für den, der Augen zu sehen hat, durch alle Zeitalter dieser Welt erschallen wird. Genießt euren Triumph, Dovahkiin. Dies war nicht das letzte Mal, dass ihr euer Zeichen auf den Strömen der Zeit hinterlassen habt. Goran, so jung habe ich mich seit vielen Zeiten nicht mehr gefühlt. Viele meiner Brüder sind jetzt über Kisal verstreut. Ohne Alduins Herrschaft beugen sie sich vielleicht der Vazen, der Rechtmäßigkeit meines Tun. Aber ob sie wollen oder nicht, hören werden sie es. Lebt wohl, Dovahkiin. Auf Wiedersehen. Das war's wohl. Oh, da kommt unser Freund ja nochmal. Husa Wundune Wawut Gay. Ich wünsche dem Alten bei seinem Auftrag viel Glück. Doch ich bezweifle, dass viele den Wunsch hegen, Alduins Herrschaft für die Tyrannei von Parthur Nax Weg der Stimme aufzugeben. Was? Su Odaving. Ruft mich, wenn ihr mich braucht. Ich werde kommen, wenn ich es kann. Okay, cool. Dann hätten wir das so gesehen geschafft. Ja. Das ist ja keine Hauptquest mehr hier. Hier kann man jetzt nur noch diese Nebenquests machen, wenn man möchte. Aber wir haben das ja geschafft hier. Drachentöter. Ja, wir haben es geschafft. Irgendwie läuft ja keine Credits oder so, naja. Oder eine Endsequenz. So wie bei Oblivion, so irgendwie. Schade, irgendwie. Ja.
So Leute, das war The Elder Scrolls 5 Skyrim, also die Story, so wie eben halt auch bei Oblivion. Ja, schreibt uns in den Kommentaren, wie euch die Story gefallen hat und euch auch Oblivion gefallen hat. Ja, schaut euch das mal das Projekt an, ist eigentlich ganz cool und ja, ich danke für die Leute, die auch hier Skyrim zugeschaut haben. Ich wollte das unbedingt nochmal kurz vor der Xbox One nochmal raushauen, weil es echt ja, ziemlich geiler Titel ist und ja, auf jeden Fall lohnt sich das trotzdem für die Leute, die jetzt noch für diese Konsolengeneration sonst nochmal spielen. Ja, ich bin mal gespannt, wann der nächste The Elder Scroll kommt. Soweit soll ja noch The Elder Scroll online kommen. Mal sehen, also ich werde sonst vielleicht die Xbox One holen, mal sehen, weil ich habe da einfach mehrere Leute, mit denen ich spielen kann und die ich auch kenne und so weiter ist. Und ja, das ist eben halt so der Grund. Ja, das war's erstmal. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit meinen weiteren Projekten. Abonniert mich sonst, wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt. Ja, und ja, wir sehen uns sonst in einem anderen Projekt. Ansonsten, ich danke fürs Zuschauen bei diesem Projekt. Es hat mir echt Spaß gemacht. Und danke fürs Zuschauen bis hierher sonst. Alles Weitere findet ihr in der Videobeschreibung. Also haut rein!